Hallo, hier bin ich wieder mit dem nächsten Thema. Heute ist wieder mal das Fasten dran, konkret das Intervallfasten. Ich habe wieder ein bisschen experimentiert, das kennt ihr ja, mache ich öfter. Habe schon verschiedene Fastenmethoden ausprobiert. Das Intervallfasten betreibe ich seit Jahren. Angefangen hatte ich mit der 16-8-Methode, 16 Stunden Fasten, 8 Stunden nicht. Dann habe ich das ausgedehnt auf 20-4, 22-2, auch schon mal mehr als 24 Stunden. Zwischendurch auch mal eine längere Fastenphase von mehr als 2 Wochen. Dann als Experiment, das war auch interessant. Ich werde die Informationen, die ich darüber habe, die Videos verlinken in der Beschreibung. Ja, warum sollte man fasten? Wozu ist das gut? Es verbessert die kognitive Leistungsfähigkeit, erleichtert die Gewichtskontrolle, macht auch körperlich leistungsfähiger, verbessert das metabolische Syndrom und die Folgekrankheiten, hilft Krebspatienten und vieles mehr. Die Vorlieben unterscheiden sich, aber jede Art von Fasten ist gut. Man muss halt experimentieren und sehen, was am besten funktioniert, womit man am besten klarkommt. Für Neulinge eine Information, langsam anfangen ist besser, ein paar Stunden am Tag ist ein guter Einstieg. Das ist schon eine ganze Menge mehr als viel tun in einer Welt, in der eigentlich den ganzen Tag gegessen wird. Nicht fasten sollten Kinder, Schwangere, stark untergewichtige Hochleistungssportler, Diabetiker vom Typ 1 und Menschen mit einer Essstörung, womit ich vor allem Magersucht meine und Bulimie. Wer verschreibungspflichtige Medikamente nimmt, zum Beispiel Typ 2 Diabetiker, sollte mit seinem Arzt sprechen vorher, weil das Fasten den Blutzuckerspiegel verändert und das kann gefährlich werden, wenn es zu Unterzucker führt. Seit ich die 20-4-Fastenmethode betreibe, habe ich also wie gesagt ein Zeitfenster von 4 Stunden für die Nahrungsaufnahme und faste 20 Stunden und das funktioniert hervorragend. Fasten stimuliert die Autophagie, das werde ich auch verlinken. Bei dieser werden alte und kranke Zellen recycelt und dies verbessert die Gesundheit und auch die Lebenserwartung. Autophagie beginnt aber erst nach etwa 24 Stunden. Und deswegen habe ich beschlossen, jetzt mal dieses Alternate Day Fasting zu machen. Also Fasten an einem von 2 Tagen. Autophagie, Autoselbstphagie, fressen. Die Zellen fressen sich selber, recyceln sich selber. Und da werden Teile von alten Zellen für neue benutzt, verbraucht. Ich habe mit dem ADF angefangen am 16. Mai. Seitdem esse ich nur jeden 2. Tag. Meine Fastenphasen sind jedes Mal 44 bis 48 Stunden. Dann esse ich wieder 3-4 Stunden und dann geht es wieder von vorne los. In den letzten 10 Tagen habe ich insgesamt 224 Stunden gefastet. Da zählt die augenblickliche Fastenphase, die seit gestern früh läuft, nicht mit. Also ich habe gestern so um 11 oder wann habe ich angefangen mit dem Fasten und das läuft bis morgen früh. Das zählt da noch nicht mit. Nur alle 2 Tage essen funktioniert gut. Am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil wenn man die 20-4-Methode hat, dann weiß man, ja, ich darf jeden Tag einmal was essen. Das entfällt jetzt. Ne? Es ist immer ein Tag dazwischen, wo man gar nichts isst. Und das ist schon ein bisschen merkwürdig am Anfang, aber es funktioniert gut. Ich habe keinen Hunger, kein Schwächegefühl. Ich bin nicht energielos. Alles funktioniert bestens. Mein Gehirn ist sehr leistungsfähig. Ich würde sagen, es funktioniert besser als sonst. Ob die Zellen sich dabei wirklich erneuern, weiß ich nicht. Aber ich vertraue da ein bisschen auf die Wissenschaft. Wenn man sich vorher normal ernährt hat, so wie Otto Normalverbraucher, also mit
vielen Kohlenhydraten, was ich ja nicht tue, dann ist der Einstieg in das Fasten schwerer, deutlich schwerer, weil die extremen Schwankungen beim Insulinspiegel immer wieder dafür sorgen, dass man Hunger hat und teilweise Heißhunger. Und das macht das Fasten sehr, sehr schwer. Ich habe mich die letzten, keine Ahnung, 3 Jahre oder was, extrem kohlenhydratarm ernährt. Und das hilft natürlich enorm beim Fasten. Kein Hunger, keine Fressgelüste. Es fehlt einem nichts. Der Hunger kommt sehr langsam und man kann das Essen lange vor sich herschieben. Und wenn man erst an das Fasten gewöhnt ist, ist die Fastendauer letztendlich egal, weil der Körper das kennt. Der Körper weiß, ich krieg bald wieder was. Okay, ja gut, machen wir noch ein bisschen mit. Die Hungergefühle, die eher selten auftreten, kann man ganz gut mit etwas Salz in Schach halten. Und wenn das nicht reicht, so ein bisschen Fett, so ein halbes Viertel oder ein Viertel Teelöffelchen Fett, das hilft. Fett ist ein Energiespender und das reicht oft schon, um den Hunger unter Kontrolle zu bringen. Das Ergebnis bis jetzt ist sehr positiv, also das Ergebnis beim Fasten über 2 Tage. Die Umstellung war also kein Problem, ne, weil ich das schon lange mache. Und was ich festgestellt habe an Verbesserungen ist, dass ich keinen Suppenkomma habe. Das ist der Nachmittagsdurchhänger und das hat was mit der Verdauung zu tun. Da ich ja nur innerhalb von 4 Stunden esse, esse ich natürlich meine gesamten Kalorien in diesen 4 Stunden. Das heißt, der Magen ist sehr voll und dann kommt es am Nachmittag zum Suppenkoma. Also man hat Durchhänger, man würde sich am liebsten hinlegen und ein Nickerchen halten. Energie, Kraft, Ausdauer, alles wunderbar. Ich habe in den 10 Tagen, die ich das jetzt gemacht habe, 4 Kilo abgenommen. Fasten ist toll, spart jede Menge Zeit. Man muss nicht einkaufen, man muss nicht kochen, nicht essen, nicht spülen, nicht aufräumen. Und es spart Geld, ne? Weil man weniger Lebensmittel braucht. Negativ, was habe ich festgestellt an negativen Begleiterscheinungen? Der Schlaf ist etwas unruhiger geworden und ich wache öfter auch mal auf oder bin morgens um 4 schon wach und kann nicht mehr schlafen. Aber ich vermute, dass das mit dem erleichterten Stoffwechsel zu tun hat und dass der Körper tatsächlich mit weniger Schlaf klarkommt. Dadurch, dass der moderne Mensch wirklich den ganzen Tag am Essen ist, gibt er seinem Körper keine Chance, den Müll hinauszubringen, im wahrsten Sinne des Wortes, und Hausputz zu machen, also dass sich die Zellen erneuern können und so weiter. Und das ist so ähnlich wie bei Messis, ne? Der Müll wird nicht weggebracht, der Körper wird immer mehr zugemüllt, ja, und er weiß irgendwann nicht mehr, wohin mit diesem ganzen alten Ballast. Und das verursacht dann Krankheiten und andere Probleme. Fasten reinigt in jeder Form den Körper und Fasten ist mehr als der Verzicht auf Nahrung. Es ist ein totaler Gewinn für Körper und Geist. Fasten baut Fettreserven ab, senkt Bluthochdruck, Blutfettwerte, verbessert Allergien, Autoimmunkrankheiten, chronische Magen-Darm-Erkrankungen. Fasten reduziert die Stresshormone, wirkt damit auch der Alterung entgegen, verbessert Entzündungsprozesse im Körper, schützt den Herzmuskel, verbessert die Stimmung, bringt Energie, Kraft, Ausdauer und so weiter. Was ich interessant fand jetzt bei diesen verlängerten Fastenphasen, ist, dass ich mich an den Fastentagen, also an den Tagen, wo ich gar nichts esse, besser fühle als an den Esstagen. Das sollte man eigentlich nicht für möglich halten, aber es ist tatsächlich so. Ich hatte mehr Energie, mehr Kraft, das Suppenkoma entfiel, mentale Klarheit war besser, ich hatte schnellere Reaktionen, erhöhte Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Kein Hunger, kein Appetit, keine Shakes, wie man im Englischen sagt, ne?
Man zittert vor lauter Hunger, Zittern und Schlottern, das flaue Gefühl, verursacht durch die Insulinachterbahn, Insulin rauf, runter, rauf, runter. Und dann ist es auch manchmal zu tief und da kommt dann Unterzucker zustande und das verursacht dieses Schlottern und Zittern. Und man hat das Gefühl, sofort etwas essen zu müssen. Also es geht mir wunderbar. Und im Prinzip geht es mir wunderbar, egal ob ich 24, 36 oder 48 Stunden faste. Ich bin an den Fastentagen wacher und leistungsfähiger an den Nicht-Fastentagen. Pythagoras, den kennt jeder aus dem Mathematikunterricht, ließ seine Schüler zur Schärfung ihres Verstandes fasten, bevor sie am Unterricht teilnehmen durften. Das ist also nichts Neues. Hippokrates, der griechische Arzt und Begründer der wissenschaftlichen Heilkunde, sagte: Wer Kranke füttert, füttert ihre Krankheit. Also auch bei Krankheiten ist das Fasten angesagt. Und oft verlangt der Körper schon von selbst nach dem Fasten und es zeigt sich durch Appetitlosigkeit und kein Hunger. Kranke werden aber bei uns in der westlichen Welt mit Nahrung vollgestopft, was ihnen die Kraft geben soll, die Krankheit zu überstehen. Die Krankheit, die oft gar nicht so schwer ist und im Prinzip keine Hilfe von außen braucht. Aber der Körper kann seine Selbstheilungskräfte nicht entfalten, solange er mit Verdauungsarbeit beschäftigt ist. Also man behindert die Heilungskräfte, wenn man den Körper mit Nahrung vollstopft. ADF, also einmal an 2 Tagen essen, ist genial für Eilige. Wie gesagt, ich habe in 10 Tagen 4 Kilo abgenommen. Wer dicker ist, nimmt noch schneller ab. Mein nüchtern Blutzucker ist an Fastentagen bei 3,5 Millimol bzw. 63 Milligramm pro Deziliter. An Nicht-Fastentagen ist er bei 4, 4,5, auch mal 5, also zwischen 80 und 90. Meine Ketonkörper bei einer Mahlzeit am Tag sind zwischen 1,0 und 1,5, an Fastentagen 2,5 bis 4,5. Kein Hunger, Energie ohne Ende, mentale Klarheit, Körper kann Hausputz machen, kein Kochen, kein Spülen, kein Essen, kein Einkauf, man hat Zeit ohne Ende. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Ich fühle mich toll, wirklich. Nachteile? Ja, vielleicht das mit dem Schlaf, dass der Schlaf nicht so ganz so an einem Stück unbedingt ist und vielleicht etwas verkürzt und man friert etwas mehr. Kann das jeder machen? Fasten für Diabetiker? Insulinresistente und Abnehmwillige ist das ganz sicher eine tolle Sache. Wer etwas für seine Gesundheit tun will und nichts dagegen spricht, also zum Beispiel Typ 1 Diabetiker, sollte es ausprobieren. Man kann dabei eigentlich nur gewinnen. Und wer möchte, kann seine eigenen Erfahrungen in den Kommentaren posten. Das interessiert mich auch, welche Erfahrungen andere Leute machen oder auch Fragen, die beantworte ich gerne. Ja, das war's eigentlich schon. Fasten ist toll. Probiert es aus. Man kann dabei eigentlich nur gewinnen. Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche, gute Gesundheit in Zeiten von Corona. Das wird ja jetzt langsam besser. Der Sommer kommt. Die Viren werden weniger durch die steigenden Temperaturen. Das hilft. Vitamin D, der steigende Vitamin D-Spiegel bei den Leuten hilft. Darüber mache ich noch ein Video. Das ist dann das nächste. Da geht es dann wahrscheinlich hauptsächlich um Vitamin D. So, das war's. Ich danke euch fürs Interesse und sage euch Tschüss und bis bald.